Ach Gott, Alter. Also Freedom ist echt. Davon, dass das früher und Open Source ist, darf man sich definitiv nicht täuschen lassen. Das ist von der Komplexität, vom Schwierigkeitsgrad her sowieso und vor allen Dingen auch von den Ideenreichtum definitiv mit Original Original Doom vergleichbar. Also das ist ja sowas von. Wow. Ich meine, zum einen ist es natürlich vorteilhaft, mal was schon schwierig zu haben, aber andererseits teilweise auch echt zum Verzweifeln. Gut, war das originale Doom aber auch. Also, als ich das erste Mal Doom gespielt hatte, da stand ich auch teilweise vor dem Level und dachte, hä? Secret! Wollte gerade schon fragen, doch kein Secret? Wow, du Scheiße! Ich renne aber auch immer rein. Gott damn it, er schießt doch mal. Was war denn das jetzt hier schon? Jetzt lecken die am Arsch. Nein. Interessant. Wenn ich schon mal Plasma in der Gegend ist, dann werde ich das dort dafür verwenden. Wow. Arschloch. Was? Alter, immer dieser Viecher, die überleben müssen. Die gehen mir so hart auf die Eier. Da kriegst du Plack auf den Bemer. Immer neuen, ja. Ah, viel gut. Oh Gott. Vor allem sieht das hier teilweise auch schon richtig aus wie so eine alte Burg. Also. Manche Maps sehen in Free Doom definitiv besser aus als so manche Maps, wo du dir in, Doom da, in Original Doom dachtest. Was soll das darstellen? Und die hast halt wirklich bei vielen Maps merkst halt wirklich, okay, so könnte durchaus auch mal so ein Eingang oder so eine Schlucht in der echten Burg aus, also in dem Außengelände einer Burg. Das ist ja hier nicht in der Burg drin, sondern ist ja Außengelände von der Burg. Kommt man da rein? Habe ich? Nö, kommt man nicht. Oh mein Gott. Gott! Oh, Alter! Na komm, das heißt bitte nicht zu mir kommen. Keine Faxen machen, einfach herkommen. Oh. Ich glaube, ich erledige den roten, aber jetzt gleich noch hier mit ein paar Raketen, ne? Ach, danke. Das ist eine offizielle Belohnung dafür. Ich werde glücklich damit. Okay. Alter, ernsthaft? Oh! Nett! Sieht schon echt geil aus. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Es ist sowieso, ich meine, man muss immer wieder, wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich krank geil. Was man damals schon 93 mit den damaligen 16 MHz Rechnern oder was das damals war, hinbekommen hat. Und wenn man sich dennoch noch solche Maps andenkt, wie zum Beispiel Back to Saturn, wir müssen hier lang. Wenn man sich dennoch noch anguckt, solche Maps wie Back to Saturn, da denkt man sich einfach nur so. Da haben die praktisch nochmal mit einer Map, die sowieso, mit einer Engine, die sowieso völlig übertrieben ist, nochmal eine völlig übertriebene Map gezaubert. Also quasi das Unglaubliche nochmal getoppt. Oh. Ich kann ja hier rüber.
Achso, hier sind Stufen. LOL. Gefällt mir. Man kommt aber nicht mehr. Ach doch, da. Klappe habe ich gesagt. Oh, ein war das nicht der Raum? Nee, doch nicht. Da ist noch was dazwischen. Interessant. Ein Backpack. Ein Backpack und eine blaue Rüstung. Müssen wir uns definitiv merken. What the fuck? Wo ist denn der jetzt? Komm mal her, du Hurensohn. Deine Mutter hat doch schon. Antworten. Arschloch. Oh mein Gott, nein. Nein, das hier wollte ich. Wo sind wir? Wirklich sehr effektiv. Nice. Oh, Alter. Ah, doch, das muss ich mir merken. Also, vielleicht habe ich da endlich mal eine Verwendung für die Plasma. Für diese ganzen nervigen Pinkies und Spektrum. Noch einer. Der sieht das nice aus. Gut, was das hier darstellen soll, keine Ahnung, aber das hier sieht auf jeden Fall geil aus. Wow, kommt man gar nicht rein. Schweinerei hier. Sind hier vorne irgendwelche Sachen Secrets? Wäre mal cool. Ich meine, eigentlich könnten wir ja auch mal bei diesen großen Wänden gucken, ob davon Sachen sprengbar sind. Können wir eigentlich mal. Oh, kommt man darauf? Ja, man kommt hier locker rauf. Gut, lohnt sich da allerdings gar nicht. Also, ich meine, uns fehlt 1% Rüstung. Wisst ihr was? Ich probiere einfach mal ein bisschen hochzuschießen. Nein. Nee, gar nichts. Also was wäre natürlich auch geil hier bei diesen Steindinger, wenn man da irgendwas erstmal aktivieren muss. Kennt man ja so von früher aus Bogen, wo dann irgendwelche Steine waren in der Mauer, die man reindrücken musste halt. Ich weiß bis heute nicht, ob sowas nur Klischees war oder ob sowas halt wirklich existiert hat, weil... Kennt man halt hauptsächlich aus Spielen. Kommst du mal bitte her? Mädel! Ach, sind da jetzt. Hä? Sind die jetzt echt reingegangen, alle beide? Auch der. Ist jetzt hier echt auch dieser rote Klotz hier reingegangen? Tatsächlich, ich glaub's nicht. Ey, Mädel, komm mal raus hier. Hallo. Polizei, bitte aufmachen. Das war nice, das hat mir gefallen. Schnell raus hier. Wir haben noch knapp 30 Gegner. Oh ja, geht noch. Da oben steht blaue Farbe in der Luft. Oh mein Gott, wir werden verfolgt. So. Alter, Mädel! Schon wieder dieser halbtote Typ, der extra auf uns gewartet hat die ganze Zeit. Alter, ist das mies. Jetzt stirbt er halt endlich. Seht ihr, sollten wir da sind, ist er auch relativ schnell tot. Aber er wartet halt immer erstmal, bis wir da sind. Um ihn dann erstmal fünfmal abknallen zu können. So hinterhältig. Gut, wir werden erstmal wieder ein bisschen mit der hier arbeiten. Da habe ich den abgeladen? Ja, habe ich. Sehr schön. Oh, wobei so viel Munition hier rumliegt.
Können wir nicht tatsächlich mit der Waffe arbeiten, die wir am meisten bevorzugen? Da geht's rein und hier ist. Achso, musste erstmal eine blaue Karte. Oh, kriegen wir ja hier gleich. Interessant. Dankeschön. Ah, das ist das. Was? Okay. Hier ist das Secret hinter. Verfickte Scheiße, wie kommen wir denn da rein? Verstehe ich nicht. Oh. Wir sind schon wieder draußen. Okay. So weit, so gut. Verstehe ich vollkommen. Ach ja, hier ist der Blau. Oh mein Gott. Na komm her. Was machen die da alle? Die fackeln sich schon wieder gegenseitig ab hier. Guck mal, wie die da alle brennen. Was machen die da alle? So, mal zuallererst da hinten die Shotgun erledigen. Oh, wenn die mal stehen bleiben würden. God damn it. Was macht ihr da hinten? Einfach mal die Fresse halten. God damn it. Was hat der geschossen? Der hat auf eine Leiche geschossen? Ernsthaft? Junge, Leichenschelle bestrafbar. So, hier ist eine Tür. Nein, ist ein Fahrstuhl. Also sowas ähnliches wie eine Tür. Oh, hier geht's was rein. I don't like it. Oh. Okay. Heißt das jetzt, dass ja. Boah, Alter, wir haben noch drei Gegner offen. Mal gucken, wie viele jetzt hier Endgegner sind. Nicht, dass hier gleich drei. Oh. Oh. Hä? Dreimal die roten? Ernsthaft jetzt? Was war das? Was haben wir jetzt getan? Es sind alle Gegner tot. Also jetzt keine Spielerinnen finden mehr machen, ja? Okay. Ist wieder einer auf Dixterbumster hier. Sag schon. Zwiebel. Das ist Exit? Ja, ne? Ja, nein, muss ja. Ja. Andere hat doch keinen Sinn gemacht. Gut, das heißt also, wir können jetzt nochmal zurück und scheiße. Wir können gar nicht. Ah, da ist das was Weißes. Da ist was Weißes. Bitte lass ein Teleporter sein, bitte. Ich flehe dich an. Ja. Ah, ich dachte schon. Oh, wow, sogar gleich die blaue Kugel. Nice, das gefällt mir. Jetzt haben wir das Ding und wir haben hier die blaue Rüstung, wo wir nicht wissen, wie wir da reinkommen. Scheiße. Jetzt mal ernsthaft. Zur Story, kommen wir da rein. Ich habe keine Ahnung, habe ich nicht. Mal gucken. Hier sieht nicht irgendwie nach einer Schulter aus. Ich bin echt gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ja, ja, alles her damit, alles her damit. Hier kommen wir wieder zurück. Gut, dann können wir uns auf jeden Fall mal die Plasma holen. Am Anfang. Oh, hä? Wieso? Hä? Hä? Okay. Wir haben noch keine BFG. Schade eigentlich. Gut, erstmal Waffencheck. Erstmal Waffencheck. Ja. Okay. Ja, verstehe. Ja, ganz meine Meinung. Wir haben Granaten. Stimmt, ja, da war ja was. So, halt, stopp. Wir gehen auf Secret-Suche. Ich will diese scheiß blaue Rüstung haben. Ich will sowas von dieser verkackte Kacke haben.
Nächstes Level ist Endlevel, also jetzt für diese Episode. Von da will ich aufgeladen sein, Leute. Sonst bin ich ganz schön geladen. Und ein geladener Horn, hier kann nicht aufgeladen sein. So, hier war das Exit. Genau, hier kamen wir zum Exit. Das war noch nicht ganz das Exit, aber es war zumindest der halbe Weg dahin. Ja, die Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt... Genau, das muss ich auch noch. Wie kommen wir da jetzt an diese scheiß blaue Rüstung ran? Ist das ein offizielles Secret? Nein. Ich werde hier gleich verrückt. Da ist die Tür, aber wir kriegen die Tür nicht auf. Was könnt ihr alles als Schalter dienen? Oder müssen wir echt von hier rein? Ja, nee, kommen wir ja auch nicht lang. Oh man, Leute. Ihr macht sich jetzt aber schon hart gaga. Da ist eine fucking blaue Rüstung und wir kommen nicht ran. Ich glaube es nicht. Aber man muss gegenschlagen. Wow. Wow. Ich bin wow. Das ist wow. Also wow. Ich bin wow. 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 Okay. Ab ins Ziel. Ah, raus hier. Komm raus. Ich. Nein. Alles weg. Alles weg. Ist mir alles egal. Ich hau ab. Weißt du, das schlage ich überall gegen, außer mal gegen die Tür zu hauen, wo ich rein will. Ist doch nicht mehr gesund, ist das doch nicht mehr. Ist hier noch Secrets? Nein. Feierabend hier. Okay, dann freue ich mich ja echt schon aufs nächste Level. Auf Endlevel sozusagen. Halleluja. Werden wir ja gleich sehen, ne? 17 Uhr schon. Ja, also das Level werde ich auf jeden Fall noch machen. Mal gucken, ob ich dann noch die anderen beiden Level, die anderen beiden Let's Plays mache. Hier sind ja noch zwei Haupt-Let's Plays. Gucken, ob ich da heute auch noch weitermache. Auf jeden Fall werden wir dann gleich definitiv Freedom erstmal abschließen. Schauen wir mal.